so ein Stück weit rauszufinden, wer sie wirklich tief innen drin ist. Und das fotografieren wir dann. Sprich, es ist überhaupt nichts Gestelltes. Es ist nicht ein setz dich doch mal da und dahin, halt mal den Arm so und so und mach das Bein so und lächel mal oder so. Nee, überhaupt nicht. Es ist einfach ja, es ist eine Seelenbildfotografie. Und finde es umso schöner, dass du genau das aus den Frauen, aus den Müttern rausholst, was in ihnen steckt. Dass sie sich selber als wirklich schön und wundervoll erkennen. Hast du da einen Tipp für Frauen, die sich da schwer tun, sich zu zeigen? Ja, ach, ganz viele Tipps. Nur raus damit. Bisher läuft das Ganze so, dass ich erstmal ein ganz normales Kennenlerngespräch, meistens hier auch über Zoom, führe, dass man sich erstmal so ein bisschen beschnuppern kann. Was findest du gut an dir? Schreib mir doch erstmal auf, oder ich kann es dann auch aufschreiben, je nachdem, wer gerade einen Zettel in der Hand hat. Ne, lass uns doch einmal mal gerade eine Strichliste führen. Was findest du denn wirklich toll an dir? Und auf diese Punkte kann man dann einfach noch mal eingehen. Auf der anderen Seite notieren wir auch, was findest du eben nicht gut an dir, um eben diese Dinge bei einem späteren Shooting einfach meiden zu können. So ist es einfach wichtig, der Kundin vorher zu sagen, du kannst dich wirklich fallen lassen, du kannst mir vertrauen, ich mache nichts, was du nicht möchtest. Ja, das Thema Zwingen. Vertrauen, glaube ich, ist auch ein großer Punkt, dass man einfach, wie du sagst, dass man sich fallen lassen kann, dass man nicht irgendwie angespannt dort sitzt, sondern dass man wirklich locker und mit Freude da in die Kamera lächelt. Thank you.